Tag miteinander. Ich freue mich wieder bei euch zu sein oder mit euch zu sein oder vor euch zu sein. Und ich habe mich vorbereitet gestern Abend und habe gedacht, okay Gott, was soll der frische Manner sein? Was ist das Wort, das du möchtest, dass ich mitteile? Gott hat mich erinnert an ein Buch, wie ich geschrieben habe, auf Französisch, über Gedanken. Und es sind 31 Meditationen über Gedanken. Es gibt leider nicht auf Französisch, auf Deutsch habe ich nicht übersetzt. Vielleicht mache ich es noch, ich weiß es nicht. Aber ich werde darüber eine Meditation nehmen und darüber predigen. Im dritten Brief des Johannes steht, mein lieber Bruder, ich wünsche dir in alle Dinge Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deine Seele wohlgeht. Andere Übersetzung sagt, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dinge Wohlstand und Gesundheit, so wie es deine Seele wohlgeht. Hier ist sehr interessant, weil es steht, dass Johannes zu dem Ältesten, der geliebte Gaius, spricht und er sagt ihm, ich wünsche dir in allen Dingen einen Wohlstand und Gesundheit, so wie es deine Seele wohlgeht. Und ich glaube, wenn das in der Bibel steht und ich glaube, wenn das der Wunsch war von der Apostel Johannes, dass das etwas Göttliches ist. Gott will, dass du Wohlstand hast in alle deine Bereiche. Natürlich, es gibt einen falschen Wohlstand, wie gepredigt wird, und dieser Wohlstand hat nichts mit Gott zu tun. Und wenn ich das beobachte, oft sind nur die Prediger, wie im Wohlstand leben, die wie das predigen, aber die Leute leider nicht immer. Und da ist ein falscher Wohlstand, weil es ist wieder auf sich selbst bezogen. Und wie viel kann ich haben? Und ich bin gesegnet, wenn ich Wohlstand habe. Und so weiter und so weiter. Aber was ist biblischer Wohlstand? Sehr gute Frage. Biblischer Wohlstand ist, wenn du bist alles, was Gott möchte, dass du bist. Wenn du tust, was du möchtest, was Gott möchte, dass du tust. Und wenn du besitzt alles, was Gott möchte, dass du besitzt. Wisst ihr zum Beispiel von unserem Reinhard Bunker, der baute Millionen. Er war Millionär. Aber das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war immer die Seele. Aber damit er die Seele erreichen kann, hat er viel Finanzen gebraucht. Und Gott hat ihm die Finanzen gebraucht. Ein anderer braucht vielleicht nicht so viel, dann wird er weniger haben. Aber das Geld muss immer ein Ziel haben. Und manchmal denkt man, Wohlstand hat immer mit Geld zu tun. Aber diese Teil, dass du in alle Dinge Wohlstand hast, das bedeutet in deinem Familienleben, in alle Bereiche in deinem Leben, dass du Wohlstand hast. Das ist, was Gott möchte. Und es ist interessant, weil das Wort über Wohlstand, wie gebraucht wird, ist das griechische Wort Eudustai. Und das ist in zwei Wörtern. Eines EU, der ist benutzt für die Worte. Und das Wort Odos bedeutet, das ist die Wurzel, es beschreibt, im Weg zu sein, zum ein Ziel zu gehen und vorangehen. Und das ist sehr interessant, weil ich glaube, Wohlstand kommt nicht einfach so. Ein Erbe, wie man zu früh bekommt, sage die Sprüche, nutzt nichts. Und Gott möchte, dass unsere Seele den Segen tragen kann, wie uns Gott gibt. Zum Beispiel, ich komme zurück auf Finanzen. Wenn jemand viel Finanzen hat, man sieht das manchmal bei Leuten, wie Millionär werden, wenn sie Lotto spielen. Statistik sage, dass 95% oder mehr alles verlieren innerhalb 3 Jahre. Warum? Sie sind reich, aber sie waren nicht reich. Sie haben keine reiche Mentalität gehabt. Sie haben nicht investiert. Sie haben nicht gelernt, das Geld zu verwalten. Und oft haben sie sogar Schulden noch. Also was ein Segen sein sollte, ist zum Fluch geworden. Und das möchte Gott nicht für uns. Und deswegen möchte Gott, dass unsere Seele, seine Arbeit gemacht wird an unserer Seele, damit wir den Segen tragen können, wie Gott möchte, dass wir haben. Deswegen arbeitet an der Rettung eurer Seele. Was ist unsere Seele? Unsere Seele ist unser Verstand. Unsere Seele sind unsere Gefühle, was wir fühlen. Und unsere Seele hat auch mit unseren Gedanken, mit unserem Wille zu tun, was wir wollen. Also es hat alles mit unserer Gedankenwelt, mit unserer Gefühlswelt und mit unserer Wille-Entscheidung.
Und da möchte Gott, dass wir eine Arbeit machen, dass wir in Einklang kommen mit unserer Seele, mit unserem Geist. Damit, dass das Leben in Überfluss, das Leben Gottes, wie in unserem Geist ist, in unsere Seele durchdringt und dann durch unseren Körper geht und die Leute um uns herum beeinflusst. Wir sind berufen, Beeinflusser zu sein. Und Gott möchte, dass du Wohlstand hast. Das ist ganz wichtig, weil Gott ist gut. Und Gott möchte nicht, dass seine Kinder leiden. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er im Überfluss geschaffen. Schaut in die Welt. Schaut nach draußen. Es gibt für Essen für alle. Aber wir Menschen verwalten das schlecht. Schau, wenn Jesus ein Wunder gemacht hat mit Brot, die Vermehrung. Es war genug für alle und es ist noch übrig geblieben. Seht ihr? Und Gott und Jesus hat gesagt, hebt das wieder auf. Keine Verschwendung. Keine Verschwendung. Gott möchte, dass wir richtige Verwalter werden. Und deswegen möchte er, dass wir unsere Gesinnung erneuern. Da steht in Römer 12, Vers 2, ändert eure Gesinnung und seid nicht die Welt gleich. Die Welt rennt nach Geld. Bei uns, wir rennen nicht nach Geld. Das Geld soll uns nachgehen. Aber das Geld, Finanzen, soll immer ein Ziel haben. Und das Ziel sollte sein, dass der Reich Gottes vorangeht. Ich weiß, ein großer Kampf mit Mammon. Mammon hat eine Waffe und die Waffe von Mammon ist Angst. Die Leute, die kein Geld haben, haben Angst, keines zu bekommen. Und die Leute, die Geld haben, haben Angst, das Geld zu verlieren. Seht ihr, es ist wichtig, über Finanzen zu sprechen. Und Finanzen ist nur ein Mittel. Finanzen, Geld, ist ganz wichtig, ist ein guter Sklave, aber ein schlechter Herr. Ich hoffe, dass dieses kurze Video, dieser frische Manna, euch gesegnet hat. Teilt es bitte mit, damit viele Leute gesegnet werden. Und ich glaube, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auf unsere Seite gehen. Vielleicht findet ihr was. Ich glaube, es ist was über Gedanken. Falls ihr tiefer gehen wollt, seid auf jeden Fall alle reichlich gesegnet. Danke, dass ihr die Videos schaut. Danke, dass ihr euch abonniert habt an der frische Manna. Ihr könnt euch auch abonnieren auf unserer YouTube-Seite. Und auch auf unserer Internetseite, wie unten steht, da könnt ihr euch auch abonnieren und ihr wird unseren Rundbrief bekommen. Seht ihr, ich habe Corona gehabt, vor ein paar Tagen und vorher habe ich etwas auf der Lunge gehabt. Und deswegen bin ich schnell außer Atmen, aber nichts wird mich hindern können, das Evangelium, die frohe Botschaft weiter zu verkündigen. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche. Seid reichlich gesegnet. Ihr seid geliebt von Gott. Danke an alle. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.